Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015 weiter mit Klaus. Jawohl. So, wir sind hier an Gülle. Ich glaube, es sind noch 50%. Ja, ich glaube, hier für die Wasserstation voll. So. Auch nicht schlecht. Alles, was wir brauchen, füllt sich. Finde ich gerade ziemlich gut. Ich glaube, ich kriege da alles in dieses rein, auf das Feld. Ja, 30%, das könnte fast hinhauen. Na, ich will es hoffen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil dann könnten wir uns nämlich auf die Straße stellen und auffüllen dann. War doch mal nichts. Es sieht erst noch so viel aus, was du hast. Ja. Aber dann gehende Leere. Du Hure! Bleib stehen, Klaus. So. Immer wieder ein bisschen was reinrotzen hier. Ich nehm dir den Saft, Baby! Ich nehm dir den Saft! Geht dann nicht das Glas rum bei dir auch voll? Hab ich nur gar nicht drauf geachtet. Steigen wir das von mir nicht. Steigen wir doch mal glatt aus und gucken. Ja, füllt sich. Na schon. Auch die Anzeige, so wie es aussieht, oder? Nee. Die Anzeige nicht, aber der Glasrohr füllt sich. Ah, oh, Schmuddelwetter kommt. Jo. Und Güllen. Aber das stört uns ja gerade nicht. Das Schmuddelwetter, ja. Egal. Ein bisschen Licht anmachen muss ich trotzdem. Jan würde jetzt rumkotzen. Nee, schon wieder Scheißwetter. Ja, er kann nicht mähen, ne? Ja. Der ist ja nur am Mähen, Alter. Er ist ja nur der Mähmeister hier bei uns. So, und dann gleich mal die zwei hier. Und dazu wird er nicht verdonnert. Das wollen wir extra mal betonen. Das tut er von ganz alleine. Weil wenn wir anfangen aufzunehmen, heißt es immer, was habt ihr vor, was wollt ihr machen? Ich geh mähen, sagt er immer. Aber jetzt weißt du, was das Schöne ist. Mein Deutsch wird endlich sauber. La 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 la. Stimmt. Der sah nämlich aus wie eine alte Dampflokomotive. So, Ladies. Das Feld ist auch durch. So, jetzt sind wir noch 37 und 36. Okay, dann kannst du mich mal eben leer machen. Oh, klar, Baby. Hol ich mal ein neues. Hier, nimm mein Rohr. Macht er mir meine Kabine kaputt. Jetzt geht's. Na, du wolltest doch immer schon ein paar Kucklöcher haben. Jawohl. Ich sollte mal in der Innenansicht gehen, Leute, um mal die Tür zu machen. Jetzt weiß ich auch, warum ich so gerade mein Pillemann so klein wird. Ich friere nämlich. So. Ja. Ah, meinst du, kommst du mit aus? Ja, in dem Sinne noch drei Felder. Drei? Drei. Und an der Tankstelle auch noch 24. Ach jo, stimmt ja. Ich hole noch eine Fuhre. Hol mal noch eine Fuhre. Gerade bei den Schweinen oder so, da musst du eh was rausholen. Nicht, dass die mal voll sind. Ja, und Stoff. Ah, ich glaube nicht, dass es reichen wird. Gerade weil ich hier jetzt so viel rumgurken muss, Klaus, und gar nicht naja, die volle klar. Breite nehmen kann und dies und jenes. Ist ja hier auf den kleinen Feldern mehr eine Rumgurkerei als vernünftig fahren. Stell ich mir in echt aber auch beschissen vor, Alter. Hast du einen riesen Güllefass und musst auf so ein kleines Feld rumgurken.
Ja, Mahlzeit. Ja, was für ein Pisswetter. Jawohl. Alter. Sonne wieder haben. Nee, die haben wir in echt. Das reicht. Ja, bei mir wird's kälter. Die Sonne geht weg. Vorhin hatte ich schon 26 Grad hier drin. Jetzt bin ich noch bei 24. Ja, morgens wird's warm hier drin, ne? Und dann ab Mittag ist die Sonne weg hier. Ich hab 25,4. Das geht ja noch. Aber dann holst du ja in dem Sinne mehr Wärme rein, als du hast. Mit offenem Fenster, weil draußen ist es wärmer. Ja klar, aber ich muss aber schlafen. So, ne, das gibt's bei mir nicht. Hier bleiben die Fenster komplett zu. Und abends dann aufmachen. Wir hatten das. Alter, wenn ich mal überlege, dass wir über 120 Folgen schon haben bei der Sakate und wir wollten unbedingt eigentlich bei 100 Folgen immer eine Map wechseln. Ich glaube, wir sollten uns das auch nie mehr als Ziel setzen, dieses Map wechseln und hier und da. Weil wir sollten dann... lange spielen, wie man Bock hat. Genau, wenn wir meinen, wir haben keinen Bock mehr, dann sollte man wechseln. Aber warum soll man jetzt wechseln? Ich habe keinen Grund, diese Karte zu wechseln. Man sollte gucken, ob man nicht updatet so langsam. Ja, die Lex, Leute, das liegt an meinem Internet. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das liegt nicht am Spiel oder am Dingens, sondern an meinem Internet. So. Weil ich bin nämlich noch am Hochladen und dies und jenes und das mag LS mich gar nicht. Null. Ah, nicht drehen. Ja, Klaus, ich bräuchte vielleicht noch mal 1000 Liter. Okay. Mehr nicht. Ach, du bist schon hier unten. Ja, Logo. Du meinst, ich schlafe, oder was? Ah, ich meine ja nie. Der gedreht. Er wird gar nicht sauber, mein Trecker. Meiner auch nicht. Gut, es ist ja auch kein Regen, ne? Der eher Hagel. Ja, Regen gab es sowieso noch nie richtig hier. Wahrscheinlich war ich ein schneller Zusauer als. Was so weit gefahren. Als dabei rumkommen, kann das vielleicht sein? Na, das sollte reichen, Klaus. Den Rest kannst du hier in die Dingens bringen. Und das bringe ich Düngerfabrik hoch. Genau. Hatten wir eh nicht ganz voll gemacht. Ne. Deswegen solltest du das locker reinkriegen. Kann ich auch gleich mal gucken, was drin ist, dann kann ich den Dünger gleich mitbringen. Ja, hoffen wir mal, dass du deine Kiste leer kriegst. So, fertig. Bring ich wieder zum Kuhstall, ne? Ja, Kuhstall oder Mosternase. Ja, Kuhstall finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja, nächstes Mal müssen wir auf jeden Fall Mist fahren. Ja.
Zur Zeit habe ich irgendwie Bock auf American Truck Simulator. Ich könnte mir das echt nochmal holen, Klaus. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Reizt mich irgendwie schon zur Zeit. Aber nicht zur Zeit nicht. Halt doch irgendwas Neues mal wieder spielen, aber das Problem ist einfach, dass ich mir dann auch sage, okay, ich könnte jetzt auch einfach Euro Truck Simulator spielen, habe ich genau den gleichen Effekt in dem Sinne. Na? Naja, dass klar. Du halt nicht in Amerika rumfährst, aber ich glaube, für Euro Truck Simulator mit Sicherheit schon einer eine Karte gemacht, wo du in Amerika rumfährst. Klar. Ja, siehst du. Passt. Was hier hinausgeschossen? Oh, Gülle fast leer hier. Hast du leer gekriegt? Nee, der Behälter hier für Gülle ist fast noch leer. Okay. Und Wasser? Hallo, kommst du jetzt nicht um? Hallo, entleeren. Ich will die Kacke loswerden. T drücken. War das doch, oder nicht? Na, er nochmal. Warum bist du denn reingefahren? Ja, wie letztes Mal. Ja. Ich war Anzeige, jetzt will ich es aber wissen. Jetzt haben wir drin Gülle 36%. Pumpen. Nachgucken. Oh ne, geht schon mal nicht. Verstehe nicht. Und wenn ich fahre mal andersrum drauf. Dann kann ich ja nicht tanken. Hallo. Kann ich nicht tanken? Oben am Hof? Da bin ich. Das Ding ist leer. Echt? Ja, sicher. Bitte das, Leute, ich lecke rum wie Sau, Alter. Das haben wir auch nur auf dieser Map, dass man immer hin und her geportet wird. Ich muss mich gleich erstmal neu einloggen. Ja, ist echt leer, Klaus. Wir brauchen unbedingt Diesel hier oben. Ja. Haben wir noch einen Dieselhänger? Ja, müssen wir hier wohl noch einen Anhänger stehen haben. Unten bei der Mastanlage müsste noch einer stehen. Dann holen wir den jetzt mal gerade. Wir brauchen Diesel hier oben. Weil wie sollen die Geräte sonst weiterfahren? Na ja, klar. Kriegst du jetzt ausgeleert oder nicht? Nö. Gerade irgendwie nicht. Soll ich mal probieren? Da ist die Anzeige. Ja, nicht rückwärts. Hast du hier F1 an? Ja. Das ging doch letztes Mal. Ja, klar. War nicht so weit. Letztes Mal hatten wir einen anderen Hänger da dran, oder? Nee. Nee. Mit meinem ging es nicht, der nämlich am Masthof steht. Richtig. Ich habe ja extra den grünen dafür. Verstehe ich nicht. Ich ja gerade auch nicht. Und was bei dir, wenn das jetzt auf einmal wieder nicht funktioniert. Bist du auch mal andersrum reingefahren? Jo. In der Position. Ja, macht er nicht. Darf ich mal probieren? Von mir will er nicht. Geht doch. Hä? Kuh drücken.
Oh, ja. Ich habe immer Ärger gedrückt wie so ein Idiot. Ich war das eben vom Kühlefahren noch gewohnt. Okay, ist er. Ah, und hier oben ist der andere grüne Hänger. Boah, der ist voll, ne? Wollt ihr nicht? Nein, der ist leer. Am LKW noch dran. Mhm. Wir haben zwei von den Hängern, die du fährst. Ja. So, wir haben hier drinne 50% Dünger. Ja, dann nimm es mit und teile es auf die Gewächshäuser auf. Machen wir nämlich jetzt erstmal das, Leute. Ich hole ein bisschen Diesel. Muss mich darum kümmern, dass wir auf dem Hof mal wieder ein bisschen Diesel kriegen. Wenn wir nämlich da keinen Diesel haben, dann läuft auch nicht mehr der Hof weiter. Und um den Diesel mache ich mir nämlich jetzt auch nicht gerade so viel Gedanken, weil wir gleich Raps ohne Ende sowieso mähen. Ja. Und dann wird jedes Fuder Raps da oben erstmal hingeknallt. Ja, dass wir alles wieder voll kriegen. Und Sprit. Ja. Weil bei der Wasserstation muss wieder Sprit in. Für das Logistikcenter brauchen wir demnächst auch Diesel. Ja, brauchen wir alles Diesel. Wir haben einfach. Ja. Wir produzieren zu wenig. Wir konzentrieren uns immer auf eine Sache, aber machen nicht ringsherum. Ja, Jan ist schuld. Ja, wir sagen wieder vielen Dank fürs Einschalten hier bei Landwirtschaftssimulator. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.